Okay, so natural speaker is Lucas. He's a sparkle magician, I'm told. So, and he will introduce you to his favorite querying language, Sparkle, and give you a little introduction. And in the second part, he will do some live coding, which is always really interesting and funny. And you can give him some things that he's querying for you. And I'm sure we'll have lots of fun and interesting learning stuff here. So give a warm round of applause to Lucas. Is this better? Aha. It's a bit too loud, so I'll just talk a bit until they have figured it out. So this is going to be kind of two parts, but not really that separate. But in the second part, I'm basically going to write the queries that you suggest. So if you see what I'm going to do here and then think, oh, I have a great idea for something we could perhaps query, then just remember that and we'll get back to that, hopefully. Because otherwise, the second half is going to be really short if I don't get any ideas from you. So this is about querying linked data, which allows you to do all kinds of crazy things and answer all kinds of crazy questions, such as I think I had on the slide something like, what are the largest cities with a female mayor? And if you wanted to find that out traditionally, you could like go through Wikipedia and try to find all the largest cities and see which ones have a female mayor and which ones don't. Or perhaps there's a category with all the cities with a female mayor, but then you have to sort them by population, and it's a whole mess. And with linked data, you can find that out much more easily, and also all kinds of other things. But let's start with some simple fantasy linked data. So this is a tiny snippet of linked data, some data graph. It's just composed of a load of nodes, which are these ovals and rectangles here, and they're connected with arrows. And each of these forms kind of a triple consisting of the start node, and then the arrow, and then the end node. And that's how we represent all the information we have in the in this linked database. So for example, we can read this as this talk right now happens in Esszimmer, or the dining room, which is the name of this stage here. And it's going to be followed by the live querying session, which also happens in Esszimmer. And the live querying session, in turn, follows this talk again. And the Esszimmer, the dining room, is next to the kitchen, the Küche, and the kitchen is next to the dining room again. And both of them are part of the Wikipacker WG, which is part of 363. And the talk happens right now. And at the same time, there's also some talk about how state elections are climate elections or something in the Chaos West stage. Starts at the same time. Chaos West stage is part of the Chaos West Assembly, which is part of 363 as well. And so this graph has a few important properties. For example, there's some redundant connections here. You could say if this talk is followed by the live querying, then you don't really need to know that live querying follows this talk. It's kind of redundant information. You already know it, but it doesn't hurt to have it. And it often makes your life easier if you have a little bit of redundancy in your graph. And then if you find that one half of this connection is missing, for example, you can still investigate what's going on. And also in here we have kind of bidirectional connection. So Esszimmer is next to Küche, which is next to Esszimmer. But this is two separate arrows, and it could also be that only one of them is there. So you don't have arrows which go in both directions at once in this data model. It has to be, if you want something like this, you have to have two separate arrows, because that keeps the data model very simple. You just have subject, predicate, object, and that's everything you have. And then to query this graph, you kind of select a tiny part of it, and then you remove some part that you don't know about. For example, we know that this talk is followed by live querying, and if we remove the live querying part, then we can ask something like, I did it the other way around. Never mind. This way. This talk is followed by which talk? And then you have a question, but because you've left out this part. And then if you ask this question to a query service, it can kind of, you can think of this like a, I only know the German word for this one, a Schablone template. So you put this over the graph, and this has to match the existing node, this has to match the existing arrow, and then you see which nodes can you put in here, and in this case, that's only the live querying.
or the other way around, which talk follows this one. So you can have the beginning of the triple can be a variable like this one, or the end of the triple can be a variable like in this case. And you can also have more complicated patterns like, no, there's not a more complicated pattern. This is the same pattern. You have the question, which talk happens in Estima? And you have two answers. This talk happens in Estima, and live querying happens in Estima. But you can also combine more graph nodes like this. For example, which talk happens in some room which is part of the WikiPakaWG. So we have one free part here and one free part here, but we know that these two have to be connected with happens in, and then this has to be connected with is part of to the WikiPakaWG. And you can kind of construct, if you can phrase your question as a kind of graph like this, where some parts are predetermined that you already know about, and the other parts that you want to find, those are these kind of variables, which are here indicated with just dashed lines, then you can ask that question to the graph and find the matching results. In this case, you have these two matches. This talk happens in Estima as part of WikiPakaWG, and live querying happens in Estima as part of WikiPakaWG. And then if we had more information in this graph here, we might also have other rooms. For example, there's this library over there, which also is going to have some talks. If we had the whole schedule in here, we would find those as well. And we could also adapt the query so that we don't even make the WikiPakaWG part fixed. We could ask for anything that happens in 33C3, so that would be some variable happens in some room, is part of some assembly, is part of 36C3, and then we would find this thing as well, because it fits the same kind of pattern, happens in, is part of 36C3. Does that make sense? Hopefully. I'm seeing a lot of nodding hands. Okay. That's great. So then we can try to move ahead to actually ask some of these questions to a real query system, because in reality, you're not going to actually draw these graphs, but you have some kind of language where you phrase them instead, which looks a bit like this. So you have the part select anything where, this is kind of like SQL, and then everything else is not like SQL, forget SQL. I hear this is easier to understand if you don't know SQL. I didn't know SQL that much when I learned Sparkle. I think it helped me, apparently. But what you write down here is these is this kind of description of the graph. And these dashed parts, which are the variables, which you don't yet know, those are marked with a question mark, because that's kind of what you use to ask a question. In this case, I've just called it talk, but it could be any name, basically. And then instead of happens in as two words, I've just written happens in as one, and then with the prefix 36C3. And it happens in the 36C3 Estima, because I don't really have a separate dining room at home, but a lot of people do. So if we just wrote it happens in Estima, that would be pretty ambiguous, and no one would know which dining room you're talking about. And by adding this prefix, we know we're talking about just the dining room in this at 36C3, I think. I assume there's no other assembly that has something called the dining room. If it does, then we would have to add something else here to make it clear. And I've used the same prefix for happens in to make it clear which kind of happens in relation we're talking about, that it's one specific to Congress events. And then you could ask this to a query service which has this example graph in it, and you might get the response that it's these two talks. And at the end, you have this period here, because if you read the whole thing, it's kind of like a sentence again, because the talk happens in Estima. And if you have two sentences, then you have two periods. So the talk happens in some room, and this room is part of the WikiPakaWG. And because we've used the same variable name here and down here, this has to be the same room. And it couldn't just be two different things. So if we use two different variable names here, room and something else, then we would just get all the combinations of talks happening somewhere and rooms being part of WikiPakaWG without them being connected anyway. But because they use the same variable name, they have to be connected like this, and then you would get these results we've seen earlier. What you can also do is leave out the room. So when I translate this into English, I could say the talk happens in the room and the room is part of WikiPakaWG, but I could also say
The talk happens in some room which is part of the Wikipacka WG as kind of a, I don't know what that's called in English, kind of a relative sentence, sub something clause, where we don't really talk about the room in itself, just as a part of this larger sentence, and you can write that in Sparkle as well. And then it looks like this. And these square brackets kind of describe what the room looks like without giving it a name. So in this case, you can only select the talk up here, and we don't have a room variable. But if you don't care about what the room is, then that can be very useful. I've also changed something else here. I've replaced the 36C3 in is part of with schema, which is another prefix. And schema is kind of this collection of useful prefixes and other nodes that you can reuse. For example, if you're describing things you have on your website, you might say you have an article with a schema title and a schema publication date. So this was mainly introduced by Google and some other search engines, but we can use the same vocabulary to talk about our talks, because is part of is one of these standard terms we can use for that. And what else do I have? Okay, the next thing I have is actual queries. So I think I'm just going to, I'm almost going to switch to Wikidata, so I should talk a bit about Wikidata. So all these examples here were just on some example graph which I made up here and threw on a slide with a lot of probably over-engineered tick set LaTeX magic, which I shouldn't have wasted that much time about, but it looks nice. And but if we want to write real queries, we could load this thing into a query service, but it wouldn't be that interesting because it's kind of small. But there are a lot of real data graphs out there that you can query with this query language, Sparkle. And one of the coolest ones, at least in my opinion, is called Wikidata or Wikidata. There's some kind of discussion about how it's pronounced. And it's kind of a free database of anything that's relevant. And it's part of the same family of projects as Wikipedia and Wikimedia Commons and other things. And it's also maintained by the same community of volunteers. And you can find all kinds of really interesting and cool and funny data there. So all of these example queries which I have here, we're just going to ask to Wikidata. But first, I will just give you 1 or 2 minutes to try to imagine what this question would look like, either in the graph format or in the Sparkle format. Just try to figure out how you would formulate which software is written in Bash as a kind of this kind of graph query, and then we can see what we can come up with. So I didn't think this through. I need some waiting loop music now. Does anyone have a kind of idea of what the graph looks like? Because I'm going to uncover it now, and then you can compare if it looks the same way. So it would look like this, at least using the Wikidata terminology. So instead of is written in, the property is called programming language. And this could also, this could be called bash or born again shell or GNU bash or something. Doesn't really matter. And in Sparkle, it looks like this, which is a lot less aus, was dummerweise deutlich weniger lesbar ist. Denn Wikidata ist multilingual und das bedeutet, dass wir anstatt Programmiersprache sagen P277 und ich finde das wunderbar. Nein, aber das ist eine Eigenschafts-ID und wir können nachschauen, was, wie sie in, auf Deutsch oder Englisch heißt oder in jeder anderen Sprache. Wenn wir auf wikidata.org gehen, ich hoffe, das ist lesbar. Dann schreiben wir Property Doppelpunkt P277 und das ist die Eigenschaft auf Englisch Programming Language, auf Deutsch heißt es Programmiersprache und es gibt haufenweise andere Sprachen, das heißt, ihr könnt Wikidata in jeder beliebigen Sprache benutzen, das ist sehr schön. Ich könnte diese Seite auch in einer anderen Sprache anzeigen lassen und dann würde all das anders aussehen. Aber der Nachteil ist, dass diese Sparkle-Abfrage nicht ganz so lesbar ist, weil wir alle diese numerischen IDs verwenden müssen. Aber wir müssen sie natürlich merken. Lass uns mal diese Abfrage schreiben.
select anywhere und dann haben wir also eine Software und die hat die Programmiersprache Programming Language Bash. Bash ist ein Wikidata-Item, dafür benutzen wir also WD als Präfix. Und wenn ich jetzt Control-Leertaste drücke oder auf Macs auch Apfel-Leertaste, dann sucht es nach Bash und zeigt mir diese Vorschläge an. Und ich kann einen aussuchen, in diesem Fall GNU Bash. Und wenn ich die Maus, den Cursor darauf bewegen, dann zeigt er mir, was diese ID bedeutet. Das heißt, auf der Website query.wikidata.org seht ihr zumindest, was diese IDs bedeuten. Das macht es ein bisschen leichter zu benutzen. Für diesen Teil des Triples benutzen wir ein etwas anderes Präfix, WDT. T steht für Truthy, also wahr. Und dann drücken wir wieder, lassen wir uns wieder Auto vervollständigen und lassen diese Abfrage ausführen. Mit Control Enter und bekommen diese Liste von IDs. Das hier, ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr raten, was ist. Auto Package. Ein Package-Verwaltungssystem, das offenbar in Bash geschrieben ist. Ich habe nie davon gehört. Hier seht ihr all diese Statements und Programmiersprache Bash ist das, was wir gesucht hatten. Das ist dummerweise nicht besonders nützlich. Eine Sache, die wir im Wikidata-Service machen können und die relativ Wikidata-spezifisch ist, ist den Label-Dienst zu verwenden. Das ist Magie, die ihr nicht verstehen müsst. Aber ihr schreibt Service und drückt wieder Ctrl-Leertaste und dann schlägt es euch das hier vor. Und das behaltet ihr einfach ständig in eurer Abfrage und dann sagt ihr, dass ihr nicht nur die Software, sondern auch das Software-Label haben wollt und dann bekommt ihr das Label der Software. Und ich kann auch noch eine Beschreibung, also Software-Description anfordern und das macht die Ergebnisse deutlich brauchbarer. Und dann kann ich das zu Item umbenennen und dann können wir die Abfrage beliebig verändern und die Variablennamen ändern sich mit. Denn der nächste Teil der Abfrage wird sich nicht mehr mit Software befassen, dann wäre der Name Software ein bisschen verwirrend. All diese Programme sind also in Bash geschrieben. Ich habe noch ein paar mehr Beispielabfragen, die recht einfach sind. Sollte ich die vielleicht überspringen oder soll ich noch ein paar einfache Beispiele bringen? Überspringen, ist das in Ordnung? Gut. Wer wurde zur See geboren? Es gibt eine spezielle Variable für See, zur See, aber das gibt nur irgendwie 5 Ergebnisse, weil die meisten dann stattdessen Atlantischen Ozean oder sowas haben. Wo findet die unendliche Geschichte statt? Das ist ein bisschen süß. Denn in diesem Fall ist die Variable im letzten Teil der Abfrage und nicht im ersten. Dann schreiben wir also The Never Ending Story als ersten Teil. Dann der Ort der Handlung und dann ist das Item das Ende des Triples. Das funktioniert sehr ähnlich, aber die meisten davon haben kein englisches Label. Das heißt, wir fügen Deutsch als Fallback-Sprache hinzu. Und dann bekommen wir all diese Orte, die irgendjemand irgendwann mal zu Wikidata hinzugefügt hat. Mal schauen, ob es noch irgendwelche nützlichen Informationen darüber gibt. Die IDs sind alle sehr ähnlich hoch, das heißt, es sieht so aus, als wären sie ungefähr zur gleichen Zeit hinzugefügt worden. Und da finden wir also Informationen darüber, wo dieser fiktionale Ort sich befindet, genau.
Und lass uns mal zu einer etwas spannenderen Abfrage springen. Das ist diese hier. Welche Päpste hatten Kinder? Wie sieht der Graph hierfür aus? Wie viele Tripel werden wir haben? Also ein Tripel ist ein Knoten, ein Pfeil und wieder ein Knoten. Wie viele davon brauchen wir für diese Abfrage, wie viele Päpste Kinder hatten? Wer glaubt, wir brauchen null? Okay. Wer glaubt, wir brauchen eines? Zwei? Mehr? Glaubt jemand, wir brauchen drei? Die meisten zwei, manche glauben eins. Die von euch, die glauben, dass wir nur eines brauchen, dachten vielleicht sowas wie Pope, also Papst, dann als Pfeil Child und dann das in eine Variable Item schreiben, aber dafür bekommen wir keine Ergebnisse oder vielleicht umgekehrt Item hat einen Vater namens Papst, aber das wird nicht funktionieren, weil die Kinder nicht direkt verbunden sind mit dem Amt des Papstes, sondern es geht über zwei Ebenen. Die Kinder haben also einen Vater, der irgendeine Person ist, und diese Person hat wiederum das Amt des Papstes. Im Graphen wird es also so aussehen oder umgekehrt. Ein Kind hat den Vater Papst und der Papst hat das Amt eines Papstes. Und das ist ein Beispiel dieser Redundanz. Wir haben diese zwei Richtungen, also Kind, aber auch Vater oder Mutter. Das heißt, wir können unsere Abfrage in beide Richtungen stellen und das macht keinen großen Unterschied, vorausgesetzt, die Datengrundlage ist vollständig. Lass uns das mal ausprobieren mit einem davon. Das Item hat also irgendeinen Papst als Vater und dieser Papst hat dann Position Held, also bekleidetes Amt, Papst. Und lass uns noch ein Papst-Label hinzufügen. Und dann bekommen wir 24 Ergebnisse. Wir haben also einen Herzog von Parma, der Sohn von Paul III. War. Paul III. War. Alexander der VI. War sehr beschäftigt. Oh, hier haben wir Duplikate, Giovanni Borgia und Giovanni Borgia. Soll ich euch zeigen, wie man Wikidata bearbeitet? Jemand hat viele Informationen aus dieser Peerage-Datenbank importiert und deswegen haben wir Duplikate, aber die lassen wir jetzt einfach mal alleine. Das und das sieht auch sehr ähnlich aus. Giovanni Borgia, es sei denn, er hatte zwei Kinder mit dem gleichen Namen, was auch möglich ist. Hier haben wir ein Geburtsdatum in den 1470ern und hier 1498. Das sind vielleicht tatsächlich unterschiedliche Kinder. Wart mal. Das ist ein Papst, der das Kind eines anderen Papstes ist. Also drei Päpste, die Kinder anderer Päpste sind. Lass uns das mal durchsuchen. Das heißt, da müssen wir auch noch hinzufügen, dass das Item selber das Amt des Papstes bekleidet hat. Das heißt, das Item sollte einen Vater haben, der Papst war und selber Papst sein. Jetzt wäre es vielleicht klug, das in Kind umzubenennen, die Variable, aber naja, Variablennamen. Und jetzt werde ich diese Abfrage einmal speichern. Päpste, die Kinder anderer Päpste waren. Aber wir können das noch ein bisschen zukunftssicherer machen, weil wir momentan nur männliche Päpste haben. Aber falls es jemals eine Päpstin geben sollte, dann drehen wir es um und sagen, dass das Kind, also wir fragen nicht nach dem Vater, sondern wir fragen nach dem Kind. Das speichern wir und machen ein
neues Tab auf für weitere Beispielabfragen. Okay, jetzt, welche Microsoft Software ist auf Linux? Kann man auf Linux haben? Okay, ja. Der ist hier nicht mehr so lustig wie früher. Und so sieht das halt aus. Was sind irgendwie Musikstücke für die Orgel und das Orchester? Also Composition, das ist praktisch das Musikstück, das hat die Eigenschaft Instrument Orgel und die Eigenschaft Instrument Orchester. Und das schreibe ich jetzt praktisch. Und wird praktisch durch und wird dadurch dargestellt, dass es eben zwei Sätze sind in diesem Fall. Hier ist irgendwo ein Fehler. Und ich habe wieder den Label vergessen, damit wir sozusagen die Ergebnisse tatsächlich lesen können. Und wir haben 12 Ergebnisse. Das ist irgendwie nett. Wenn ihr euch das anhören wollt, wir können uns auch schauen, ob wir da die ob wir uns das anhören können auf Commons, also Wikipedia Commons. Und das ist halt nur einer in dem Fall. Okay. Aber was hier ein bisschen nervig ist, ist, ich musste Item und die Eigenschaft wiederholen. Und was man stattdessen machen kann, und das kann man auch im vorherigen Fall machen, ist, ich habe jetzt nicht die Software zweimal geschrieben. Und wenn ich ein Semikolon verwende anstatt einen Punkt, dann ist es im Prinzip in Englisch, auf Deutsch ein Und, also Software, die das, die den sozusagen Entwickler Microsoft und das Betriebssystem Linux haben. Und hier kann man das eben genau machen und mit einem Komma sozusagen, dass man ein Komma hat. Und da reicht es sozusagen, ein Komma einzufügen und dann die beiden Werte zu Werte reinzufügen. Und das hat genau die gleichen Ergebnisse und es ist einfach nur einfacher zu lesen und zu schreiben. Auf jeden Fall zu schreiben, hoffentlich auch zu lesen. Aber das Komma wird tatsächlich nicht so viel verwendet, das Semikolon wird relativ viel verwendet. Also wenn wir zurückgehen zu unserer Papstfrage von vorhin, können wir irgendwie einmal den Papst löschen. Es heißt genau das Gleiche, aber man kann halt sehen, dass die beiden sich auf den gleichen Papst beziehen, sozusagen. Okay. Dann haben wir das. Das ist nicht irgendwie lustig, aber es sind viele Leute, die mal in der NSDAP waren und dann irgendwie tatsächlich im normalen Leben gekommen sind und das Bundesverdienstkreuz der BRD bekommen haben. Und man kann diese finden. Ich habe das jetzt mit 3 Tripel gemacht. Also eine Person, die ein Mitglied einer politischen Party ist, eine Person, die irgendwie ein Mensch ist, also tatsächlich existiert, und eine Person, die diesen Preis, das Bundesverdienstkreuz, bekommen hat. Also, weil auf Wikipedia gibt es eben auch sehr viele nicht echte Menschen aus irgendwie Büchern oder so, und die interessieren uns in diesem Fall nicht. Das kostet, das hinzuzufügen, kostet uns auch tatsächlich nichts, weil der Abfrageservice sehr gut optimiert ist. Okay, jetzt schreibe ich das eben. Also eine Person, die irgendwie ein Mensch ist und ein Mitglied der politischen Partei NSDAP, also Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Und ich kann eben nach der deutschen Abkürzung suchen in diesem Fall und die eben den Preis gewonnen hat, das Bundesverdienstkreuz. Da kann ich eben auch wieder kurz das Deutsche reingeben. Und da finde ich jetzt 11 Ergebnisse. Und das ist tatsächlich nicht wirklich richtig, weil
man nicht, weil du nicht irgendwie den ganzen, das ganze Bundesverdienstkreuz bekommst, sondern es gibt sozusagen verschiedene Grade von Verdienst. Du kannst irgendwie, also es gibt 11 verschiedene Grade und theoretisch sollte jeder von diesen 11 Leuten eins von diesen haben. Aber tatsächlich sind das jetzt nur die, die wirklich den, die wirklich irgendwie das Bundesverdienstkreuz haben. Jetzt können wir mal schauen, ob wir etwas, also wir suchen das Richtige. Wir suchen jetzt also etwas so wie ein Bundesverdienstkreuz. Da benutzen wir Part of sozusagen. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ergebnisse produziert. Ja, es produziert sehr viele Ergebnisse. Das sind sehr viele Ergebnisse. Das ist deprimiert. Okay. Ja, letztes Mal habe ich keine Ergebnisse gefunden. Da habe ich einfach was falsch gemacht. Aber dieses Mal finden wir extrem viel mehr Ergebnisse. Also wenn wir nicht das genaue Bundesverdienstkreuz aussuchen, weil es interessiert uns eigentlich nicht, was für ein Verdienstkreuz die bekommen, ob das jetzt erster Klasse, zweiter Klasse oder dritter Klasse ist, sondern einfach irgendein Verdienstkreuz, dann können wir das Ganze noch ein bisschen verkürzen. Und das könnten wir tatsächlich mit einem Slash benutzen und das bezeichnet sozusagen einen Weg, den man in diesem Graph geht. Und dann kriegen wir auch die 802 Ergebnisse und einige sehr bekannte Menschen. Und wenn wir wieder die 11 Leute, die tatsächlich das Bundesverdienstkreuz direkt bekommen haben, dann können wir das auch machen. Und dann sollten wir 813 bekommen, also 802 plus 11 von vorhin. Und ich fange an mit irgendwie Mensch. Und der Service wird das sozusagen zuerst ordnen. Also wir suchen, also wenn wir jetzt zuerst alle Menschen suchen würden und dann schauen würden, wer jetzt in der Partei war, das wäre nicht so effizient. Stattdessen sucht er eben, was die meisten Ergebnisse hat und macht dann das, was am wenigsten Ergebnisse hat, als erstes. Und das macht es sehr viel effizienter. Ich glaube, ich habe ein weiteres Beispiel für eine komplizierte Frage. Die größten Städte, also in Bezug auf die Einwohnerzahl, die einen weiblichen Bürgermeister haben. Also das ist jetzt hier ist sozusagen der Graph dafür. Das ist eine Stadt. Diese Stadt ist irgendwie eine Instanz von Stadt sozusagen. Also es gibt auf jeden Fall eine Stadt. Die hat eine Einwohnerzahl und die hat irgendwie einen Bürgermeister oder wie man eben den Head of Government nennt. Das ist also den sozusagen Regierungschef. Vielleicht nennt man den auch nicht überall Bürgermeister, aber wir können eben suchen nach jemanden, der Bürgermeister, also nach sozusagen den Chef der Regierung, und der ist eben ein Mensch. Der Bürgermeister sollte eben ein Mensch sein und er oder in dem Fall sie sollte weiblich sein. Das Fragezeichen bei Female sollte da nicht sein, das ist ein Fehler, das tut mir leid. Okay, jetzt schreibe ich das wieder. Also wir suchen die Stadt, den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin und die Bevölkerung. Und diese Stadt hat die Stadt hat eben, ist eine Stadt, hat
irgendeine Bevölkerungszahl und hat einen Chef der Regierung, und dieser Chef der Regierung ist ein Mensch, also ein echter Mensch, und ist eben weiblich. Und jetzt wollen wir da auch noch das Label haben für die Stadt und vielleicht auch für die Bevölkerungszahl. Und wir kennen 83 kennen wir in Wikidata, also Städte mit weiblichem Mayor. Bei Wikidata ist die Relevanz nicht so wichtig und nicht so streng wie bei Wikipedia. Und wenn wir jetzt die 10 größten wollen, können wir sagen, order by desk descending von population, also Bevölkerungszahl. Und das wollen wir nur die 10 größten Städte sozusagen haben. Und jetzt schauen wir so Tokio, Hongkong, Bagdad, Surabaya und Caracas ist doppelt, hat 2 Bürgermeister. Wir sollen eigentlich nur die aktuellen bekommen. Weiß jemand, wer die aktuelle Bürgermeisterin ist? Jetzt schauen wir das mal auf Wikipedia an. Hoffentlich bekommt Wikipedia nicht die Daten von Wikidata. Und die aktuelle Bürgermeisterin ist Carolina Cistadi, die da nicht dabei ist. Okay. So let's add a new one. Jetzt machen wir eine neue, also fügen wir jemand Neuen hinzu, die niemanden hat. Jetzt müssen wir rausfinden, ob Carolina Cistadi überhaupt die Bürgermeisterin ist. Das ist alles irgendwie so ein bisschen unklar. Hat sie keinen Wikipedia-Artikel? Nein? Okay, sie ist nur in irgendwelchen Listen. Und sie ist noch nicht auf Wikidata? Dann machen wir es jetzt so, dass wir tatsächlich live die Daten einfach editieren. Welches Land ist das? Venezuela? Sie ist eine venezuelanische Politikerin. That sounds like a female name, so I'm just going to guess and check that after the talk. So, sie ist ein Mensch. And gender is female. Sie ist weiblich. Und jetzt reicht das erstmal. Do this search again. There we go. And set this to preferred rank. So that's how the query service knows that this is und the current value and it should only return. Sozusagen, das ist unser bevorzugtes Ergebnis. Und dann weiß der Abfrageservice, dass das unser beliebt, dass das ist, was wir haben möchten. Und alles andere ist zusätzliche Daten, die wir benutzen können, wenn wir wollen. Aber es ist nicht der Hauptwert und man bekommt es dann also nicht in einer einfachen Frage. Okay, und das ist irgendwie ein Fehler, aber ist mir jetzt momentan egal. Wir machen diese Frage nochmal und bekommen hoffentlich nur ein Ergebnis für Caracas dieses Mal. Vielleicht müssen wir warten, bis das upgedatet ist, weil es ist so ein bisschen, also es sucht nach Änderungen. Irgendwann wird es diese Änderungen bekommen, aber es kann vielleicht ein bisschen dauern. Okay, das ist, wie das funktioniert. Okay, macht das Sinn? Okay. Ja, ich glaube, das ist fast genau das, was ich geschrieben habe. Außer, dass ich eben den Label-Service geschrieben habe. Und hier gibt es ein Problem. Mexico City
Und ich weiß zum Beispiel, dass Mexiko, also Mexiko-Stadt, eine sehr große Stadt ist, mit einer großen, mit einer sehr hohen Bevölkerungszahl. Und Mexiko hat eine weibliche, einen weiblichen Bürgermeister, also Claudia Sheinbaum. Und wir sollten dieses Ergebnis bekommen. Aber der Grund, weswegen wir das nicht bekommen, ist, dass Mexiko sozusagen als große City klassifiziert ist, also als Großstadt. Und es gibt eine Debatte, ob das überhaupt Sinn macht, Großstadt zu haben. Und was wir wissen ist, dass Großstadt eine Subklasse von Stadt ist. Und Stadt ist eine Subklasse von eigentlich sollten wir irgendwo City bei Stadt ankommen, aber tun wir jetzt nicht. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, bitte folge den Unterklassenverbindungen, dann würde er da hinkommen. Also ein Weg, um das zu tun, ist, es soll eine Instanz von etwas, das Unterklasse von Stadt ist. Nee, etwas, das im Weg von Unterklasse von Stadt ist. Aber wir haben andere Städte jetzt verloren, weil die direkt eine Instanz von Stadt sind. Was wir machen sollten, ist, es optional zu machen, oder eben einfach so viele, wie man möchte, mit Sternen, wie standardmäßig. Also wie in einer regulären Ausdruck. Und dann können wir sozusagen sagen, wir wollen nur bestimmte Wege, und jetzt kann man, entweder es ist eine Instanz von Stadt oder eine Instanz von einer Unterklasse von Stadt oder eine Instanz von einer von egal wie vielen Unterklassen von Stadt. Und jetzt bekommen wir alle Städte. Also es ist wichtig, sich anzuschauen, was für Ergebnisse es gibt und was für verschiedene Eigenschaften es gibt, bevor man sozusagen diese Fragen macht. Man muss schauen, sind die Ergebnisse irgendwie plausibel? Idealerweise weiß man ein bisschen schon über die Ergebnisse und kann dann wissen, oh, hier fehlt was, warum fehlt hier was? Okay, wenn wir uns nicht dafür interessieren, wer die Bürgermeisterin ist, dann kann man eben das wieder verkürzen. Und man kann auch diese Ordnung machen nach einer Variable, die man nicht sozusagen auswählt, die nicht zurückgegeben wird. Okay, das war jetzt meine letzte Folie. Also wenn ihr mehr Abfragen haben möchtet, dann könnt ihr das einfach machen. Es gibt super viele irgendwie Abfragen, die auf Wikidata zu finden sind. Das ist inzwischen so groß, dass es nicht mehr so wirklich geht, dass wir neue Seiten aufmachen mussten und so. Aber ich habe noch ein paar zusätzliche Anfragen, die ich mir überlegt habe. Also zum Beispiel, welche Filme in welchen Filmen hatten mehr als ein zukünftiger Regierungschef oder eine zukünftige Regierungschefin mitgespielt? Und das passt nicht alles auf eine Folie. Und wichtig ist aber halt, du hast einen Film, die ist eine Instanz von Film, und die hat irgendwie eine Publikationsdatum und jemanden, der da mitgespielt hat, der Regierungschef war. Und diese Person war mal Regierungschefin. Und das sollte sie sollte nachdem dieser Film veröffentlicht wurde, Regierungschefin sein.
Und man bekommt zum Beispiel Arnold Schwarzenegger und ein anderer Schauspieler, der in den USA irgendwie dann Governor wurde. Und man bekommt irgendwie Leute, manche Filme, die so zukünftige französische Regierungschefs waren. Also, wobei da halt die Frage ist, das sind nicht wirklich Schauspieler, sondern die haben dann irgendwie ihre eigene Rolle gespielt. Ja, jetzt führe ich mal diese Anfrage aus. Es scheint irgendwie beschäftigt zu sein. Ihr bekommt 60 Sekunden in diesem Anfragenservice. Und wenn das nicht klappt, dann wird die Abfrage abgebrochen. Also es gibt hier ein paar Beispiele, zum Beispiel Charles de Gaulle und Georges Bidault. Irgendwie, der war Premierminister. Wir haben einige indische Filme. Und dann unten haben wir ein paar kanadische Politikerinnen. Und dann haben wir eben Arnold Schwarzenegger und Jesse Ventura, die beide Governors wurden. Und das andere, wir haben sehr viele Daten über das britische, über die britische Regierung, über das britische Parlament, weil viele einfach Freiwillige ganz viele Informationen hinzugefügt haben. Ich glaube, wir haben tatsächlich alle Parlamente und auch die Partei, also auch wo sie Partei sind, für mindestens 100 Jahre und sogar Daten von vorher. Zum Beispiel kann man schauen, wie viele Leute, die John heißen, sind in diesem Parlament und wie viele John und wie viele Frauen und wann gab es mehr Frauen als Männer, die John heißen. Es dauert auch eine Weile, diese Frage. Ich hoffe, es dauert keine 50 Sekunden. Aber es sieht so aus, als wäre der Abfrageservice momentan beschäftigt. Aber ich glaube, es war relativ spät, also so 1991. Man kann die Ergebnisse auch anders zeigen, zum Beispiel als Graph. Nein, im 1992 gab es das erste Parlament, in dem es mehr Frauen als Johns gab. Und man sieht, Johns sind immer weniger geworden, aber immer mehr Frauen. Und jetzt sind irgendwie 220 Frauen. Aber wir wissen jetzt gerade nicht, wie viele Prozent das sind von den Frauen, also von dem Gesamtparlament. Okay, die Abfrage sieht also so aus. Es gibt verschiedene Teile sozusagen. Als erstes suchen wir alle Mitglieder des Parlaments. Sollten wieder Menschen sein. Dann haben sie die Position, dass sie irgendwann mal Teil der Kammer des Parlaments sind. Und dann holen wir all diese Mitglieder des Parlaments. Und dann suchen wir die, die John sind. Und dann suchen wir die, die nur weiblich sind. Und es gibt noch eine optionale Unterklasse. Das Modell momentan ist, dass Transfrauen eine spezielle Unterklasse von Frauen haben. Wir sollten das irgendwie, also auf Dauer diskutieren wir darüber, das zu ändern, sodass Transfrauen einfach Teil von Frauen wären und sie eben noch vielleicht zusätzlich die Eigenschaft, sie sind trans, haben. Aber momentan muss man eben noch diese komplizierte Frage stellen. Okay, und wir haben genau 100 Jahre Geschichte hier und wir können uns das jetzt auch als Barchart anschauen. Aber tatsächlich ist dieser Graph der beste in dem Fall. Okay. Ja, und ich glaube, ich habe jetzt 50 Minuten geredet. Das ist so der Punkt, an dem wir anfangen, irgendwie live Abfragen zu machen.
Und mir wurde gesagt, ich soll jetzt eine kurze Frage machen. Also lass uns mal eine 10-Minuten Pause machen und dann fangen wir den zweiten Teil um 13 Uhr an. Ist das okay oder ist das zu lang? Wenn ihr hier bleibt, dann denkt euch bitte ein paar Abfragen auf, die wir schreiben könnten und die ich schreiben kann. Ansonsten habe ich halt nichts zu tun. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das war eure Übersetzung des Wikidata Querying Talks.